2014 gab es den wohl verrücktesten Wechsel der Premier League-Geschichte. Der Trainer wechselte sich selbst ein. Nachdem Sir Alex Ferguson 2013 nach fast 27 Jahren als Trainer von Manchester United aufhörte, übernahm David Moyes. Spieler Ryan Giggs wurde sein Co-Trainer. Noch vor Ende der Saison wurde Moyes jedoch entlassen und Giggs übernahm das Team als Spielertrainer. Beim letzten Heimspiel der Saison waren die Fans jedoch verwundert, als Giggs sich plötzlich aufwärmte. Er zog seinen Trainingsanzug aus und wechselte sich 20 Minuten vor Schlusspfiff selbst ein. Er konnte sogar noch ein Tor von Robin van Persie vorbereiten und verkündete nach dem Spiel sein Karriereende als Spieler. Gut ein Jahr zuvor schoss Van Persie Manchester United mit einem sehr besonderen Hattrick zu deren letzten Meisterschaft. Warum er so besonders war, dazu mehr im Video morgen.